Der Nachrichtenüberblick für den Norden an diesem, ja, für viele letzten Arbeitstag des Jahres. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Soweit das Auge reicht, überall steht das Wasser. Schauen Sie mal, das hier ist das Freibad in Ricklingen bei Hannover. Und Bilder wie diese erreichen uns massenhaft dieser Tage aus den Hochwassergebieten im Norden. Und der Pegel der Flüsse steigt bedrohlich weiter. Vor allem an der Mittelweser und an den Oberläufen von Aller, Ems und Leine beschäftigt Anwohner und Helfer auch heute nur die eine Frage: Halten die Deiche? Und während den einen zum Jahreswechsel so gar nicht nach Feiern zumute ist, rüsten sich andere offenbar für die Party des Jahres. In vielen Läden sind Feuerwerkskörper längst ausverkauft. Und so mancher deckt sich nicht nur mit legaler Pyrotechnik ein, sondern besorgt sich im Ausland Böller und Raketen. Weil viel davon hierzulande gar nicht zugelassen ist, kontrollieren Zoll und Grenzschutz nun verstärkt. Ja, denn es sind vor dem Jahreswechsel eben alle alarmiert. Nachdem im vergangenen Jahr Einsatzkräfte angegriffen und mit Böllern beschossen wurden, verschärft die Bundespolizei nun die Regeln für Feuerwerke an den Hauptbahnhöfen in Hamburg, in Hannover und in Bremen. Dort ist Pyrotechnik zu Silvester verboten und darf von Sonntagnachmittag 15 Uhr bis Montag früh um 8 nicht gezündet oder in Taschen oder Rucksäcken mitgenommen werden. Das Verbot gilt allerdings nicht für Fahrgäste auf der Durchreise. Unbeteiligte Passanten könnten vom Feuerwerk verletzt werden, begründet die Polizei dieses Verbot. Ja, das war also 2023 und alle Jahresrückblicke, auch Teil 1 und 2, finden Sie natürlich im Internet unter ndr.de. Und damit jetzt noch der Blick auf das Silvesterwetter. In den Hochwassergebieten hoffen die Menschen ja, dass es endlich aufhört zu regnen. Doch danach sieht es erstmal nicht aus. Bis einschließlich Montag bleibt es bedeckt und nass. Für den ganzen Norden erwarten wir zum Teil kräftige Schauer. Dazu weht ein stürmischer Wind bei 7 bis 9 Grad. Nach Entspannung klingt das also erstmal nicht. Die Hochwasserlage im Norden, die bleibt kritisch. Und das war NDR Info für den Moment. Einen haben wir aber noch um 17 Uhr.